alle zusammen. Und bevor das Video startet, ein bisschen Werbung in eigener Sache. Und zwar, du nimmst am 7-mäßig streamen am Freitag, etwa auf die 7:30. Also sind am dabei, 19:30 startet am Stream. Würde mich freuen auf twitch.tv/castlech. Und ja, viel Spaß bei dem Video, wo jetzt folgt. Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Jeder GTA Online-Spieler kennt das wahrscheinlich, er möchte das Rennen fahren, weiß aber nicht, welches Auto das er soll nehmen, welches ist das schnellste, welches hat das beste Handling und. Es gibt ja verschiedene Punkte, die man da noch beachten kann. Und ich möchte das gerne jetzt hier so in einer neuen Videoserie ein bisschen testen mit euch zusammen. Welches Fahrzeug ist denn eigentlich das beste Fahrzeug? Klar, es wird wahrscheinlich schon ein Supersportler sein, das ist schon mal vorab klar. Aber kann zum Beispiel ein Sportwagen mithalten oder ein Coupé oder auch andere Fahrzeuge. Das möchte ich gerne ein bisschen mit euch in eine neue Videoserie testen. Und zwar weiß ich noch nicht ganz genau, wie sie heisst. Wenn es natürlich unter dem Text steht oder beziehungsweise im Titel steht, dann wisst ihr, wie es heisst. Aber es geht einfach darum, ich möchte mit euch zusammen herausfinden, welche Autos sind gut, welche Autos sind richtige Rotz, welche kann man überhaupt nicht brauchen und. Und da könnt ihr natürlich auch mitwirken. Die könnt mir unter dem letzten Video, sprich jetzt zum Beispiel unter dem Video, könnt ihr einen Kommentar schreiben, welches Auto ich soll testen. Ich habe extra eine Strecke entwickelt, die alles ein bisschen beinhaltet. Sprich, lange Geraden, schnelle Kurven, langsame Kurven, 90 Grad Kurven, bergauf, bergab. Also wahrscheinlich recht eine gute Balance, die man als Referenz nehmen kann, denke ich jetzt einmal. Und die schauen wir nachher auch noch gerade schnell kurz an, die Strecke. Die können wir, wie gesagt, einfach in die Kommentare schreiben, welches Auto das ich soll in Zukunft nehmen soll, zum Fahren. Ich habe hier genug Geld oder genug finanzielle Mittel möglich. Also nein, es sind keine Sharkcards, die wir hier nachher kaufen. Aber ja, andere Techniken. So viel zu dem. Und ja, ich würde mal sagen, wir switchen mal über auf die Strecke. Wir schauen sie mal schnell kurz zusammen an. Es ist nicht wild. Es ist, glaube ich, etwa, weiß nicht, 19 Kilometer, glaube ich, lang. Und wir tun dann auch die Zeiten aufschreiben, beziehungsweise wir machen dann eine Tabelle, wo wir dann sehen, welches Auto ist wirklich gut, welches nicht. Ja, wir switchen mal über zum Game. Let's go. So, also wir sind jetzt hier in der Lobby und ja, die Strecke ist einfach Test Track, weil ich nicht wusste, wie ich sie benennen soll. Und so sieht die Strecke etwa aus. Ich weiß nicht, ob man es gut erkennt. Also es ist die blaue Linie. Eben 19 Kilometer ist sie lang. Es sieht ein bisschen aus wie ein Pilz oder wie ein Tee. Ich muss aber immer anschauen. Und ja, die Runde ist immer eine. Also wir haben nicht zwei, drei Runden, die wir fahren, sondern wirklich nur eine, die wir fahren. Und wir haben Renntyp einfach Standard. Wir haben jetzt mal für einen Start, nehmen wir jetzt vielleicht einmal, ja komm, wir nehmen einen Dörf, ich glaube, das ist ein bisschen einfacher, gerade um ein bisschen alles besser anzuschauen. Tageszeit nehmen wir einfach immer Mittag, Verkehr ausgeschaltet, Fahndungsserver natürlich weg, eigene Fahrzeuge sind eingeschaltet, Aufholen ist ausgeschaltet und auch Windschatten nehmen wir raus, weil dass man wirklich die rohe Leistung vom Fahrzeug kennt und nicht irgendwie noch von aus irgendwie noch einwirken kennt. Gut, Windschatten, das ist schon niemand drin, wo sie könnte mitfahren. Ist klar, oder aufholen. Aber ich würde es auch ausschalten, weil da sind wir sicher, es kann irgendwie nicht etwas noch passieren, weil man weiß ja nie bei Rockstar, die Games sind noch nicht immer so 100% bugfrei. Darum, ja, schauen wir es mal so an. Also, wir starten mal, wir gehen dann mal schnell in eine Sitzung rein, beziehungsweise in ein Rennen rein. Wir nehmen jetzt einfach mal einen TÜV. Und jetzt für alle, die jetzt irgendwie das Gefühl haben, ja, kann der überhaupt das beurteilen? Kann er überhaupt gut fahren? Ich kann rund, ich weiß nicht, sieht man das hier echt auch? Ich glaube, man sieht es hier nicht. Ah, man sieht es nicht. Also gewonnen, Rennen habe ich 800. Wie viel? Geh weg. So, 871 Rennen habe ich gewonnen und verloren habe ich 1183. Also, ich habe sehr, sehr viel gewonnen und eigentlich im Verhältnis wenig verloren, wenn man es so anschaut. Also, ich gewinne relativ viel Rennen. Ich werde jetzt auch nicht einen auf Abkommen machen, aber ja. Schon nicht schlecht. Hier beim Start, den Boost nehmen wir immer mit, wenn man hier den Start perfekt verwünscht. Und da, wir starten jetzt einfach hier mal auf der Höhe vom Matratzo seiner Hütte hier, die er hat, oder seine Ranch oder was das ist. Da kommt jetzt einfach mal zuerst die lange Gerade hier, einfach so ein bisschen mit schnellen Kurven drin, links, rechts. Und dann geht es so dann schon mal links weg rauf. An einen Berg rauf, um ein bisschen die Leistung am Berg zu testen eigentlich. Da fetzen wir jetzt einfach mal rauf. Da ist ja alles noch nicht so extrem schwierig, sage ich jetzt mal. Es ist eigentlich eine sehr einfache Strecke bis hierher mal. Vor allem eben mal sehr schnell. Da geht es einfach hauptsächlich darum, wie verhält sich das Auto am Berg, wie liegt es in einer schnellen Kurve. Einfach, dass ihr hier auch gute Referenzen habt.
Dann kommt hier mal die erste Kurve, wo man etwas schwierig anbremsen muss, weil es halt so eine kleine Ecke ist. Jetzt mit dem Dörfer ist es sehr, sehr simpel eigentlich. Mit einem Auto ist es dann etwas schwieriger, je nachdem man halt die Sekunden ausbricht. Dann haben wir hier wieder links-rechts Passagen. Mal schneller, mal langsamer ist gut. Aber mit dem Dörfer geht es relativ schnell, mit dem Auto ist es dann etwas schwieriger. Hier ist mal schon mal die erste fiese Kurve, weil die bremst man dann so in die Kurve rein. Dann geht man hier rechts. Natürlich haben wir rundum halt auch eine Tafel und so, wo wir müssen etwas aufpassen. Und dann geht es hier ins Berg ab. Zwischendurch haben wir auch noch ein bisschen Kuppen drin, wo wir etwas abfliegen. Jetzt eben hier mit dem Dörf ist es wahrscheinlich fast etwas einfacher, kann man sagen. mit dem Auto dementsprechend sehr schwierig, weil hier ab nachher noch bremsen wieder und einlenken. Das. Da gibt es mal gerne ein bisschen so untersteuern dann. Sprich, von der Achse schiebt dann über das Auto rein. Dadurch ist eine recht fiese Kurve, da können wir gerne mal abrauschen dort unter die Brücke dann. Und da sind wir dann eigentlich wieder relativ schnell unterwegs. Und da kommt jetzt auch dann so der erste Teil, der ein bisschen auf Topspeed auch geht dann, also wo wir dann praktisch keine Kurve haben. Und zwar ist das dann vorne dort Richtung Sandy Shore. Wir gehen jetzt so eben links hinteren. So. Da kommt jetzt einfach wieder das Kürfchen unter der Brücke durch. Und dann kommt dort eigentlich mal ein bisschen eine längere gerade Strecke, wo wir dann mal ein bisschen den Topspeed ausreizen können. Wir gehen aber nachher auch noch auf den Freeway. Also das sollte dann dort kein Problem sein, dass wir mal ein bisschen Topspeed rausholen können. Aber da haben wir jetzt eigentlich mal eine relativ lange Gerade. Leichte Kurve ist halt gleich noch, also leichte Kurve ist vorhanden, aber ich glaube, das ist eine gute Referenz, dass wir da mal ein bisschen an den Topspeed erfahren. Dann da kommen wir jetzt auf Sandy Shore rein. Da haben wir einen Haufen 90 Grad Kurven, weil das ist eben interessant zu schauen, wie gut kann ein Auto aus der Kurve oder ein TÜV gut aus der Kurve raus beschleunigen. Und das ist natürlich dann ein Vorteil oder sehr interessant. Und ich glaube, eben halt da ist die Strecke sehr knifflig auch. Die Checkpoints sind relativ weit hinten platziert. Unbewusst. Aber man muss wirklich eigentlich auf der Straße bleiben, dass man nicht irgendwie einen Checkpoint verpasst. So. Da geht es dann wieder so zurück sozusagen. Also eben ganz auf 90 Grad Kurven, wo man immer wieder muss bremsen, Gas geben, bremsen. Und das ist eben halt gerade gut für die Autos, die starke Beschleunigungen haben. Die sind da wahrscheinlich von Vorteil. So. Dann fetzen wir da vorne. Jetzt kommt dann eine Linkskurve und dann geht es Richtung Freeway. Da sehr kritische Kurve, da kann man abkürzen. Wenn man aber zu schnell ist, kann man da schnell mal in den Pfosten reinfahren. Ich bin schon ein paar Mal auf dieser Strecke gefahren. Und ja, dort ist schon recht heikel. Ich versuche dann natürlich immer das Maximal rauszuholen. Klar, eben fehlerfrei fahre ich natürlich auch nicht. Ich habe ja zwischendurch auch wieder Fehler drin natürlich. Aber es geht mehr da ein bisschen darum, wie konstant dass man fahren kann. Und ich glaube, das bringe ich sicher her. Und jetzt hier sind wir auf dem Freeway, da fetzen wir jetzt alles führen. Da fahren wir jetzt eigentlich bis in die Stadt rein. Ich weiß nicht, ob ihr die Rennstrecke Langstrecke Teil 2 kennt, wo man eigentlich alles auf dem Freeway fährt. Und das ist ein Teil davon, wo wir jetzt einfach alles da führen fetzen. Das kann unter Umständen wirklich so sein, dass hier ein Top-Speed-Fahrzeug seinen Vorteil hat, weil es eine recht lange Gerade ist. Aber ich sehe halt eben ein bisschen einen Kompromiss zwischen Beschleunigung, Kurvenreich und. Also, ich glaube, es eben halt, jedes Auto hat so seinen Vorteil. Und man muss auch schauen, so ein Top-Speed-Wagen ist jetzt nicht wahnsinnig für schneller als einer, der ein gutes Handling hat. Darum ist auch jetzt der Top-Speed-Teil eigentlich sehr lang. Dass die Autos auch wirklich die Chance haben, vorne zu kommen. Es geht um das. Weil, ich sage jetzt eben, zum Beispiel gerade der Krieger, weiß nicht, ob ihr das Auto kennt, der hat ein sehr, sehr gutes Handling. Der wird wahrscheinlich seine Vorteile in den schnellen Kurven haben, ganz klar. Vielleicht auch sogar noch über den 90 Grad Kurven dort. Aber zum Beispiel der Davis D8 ist ja Top Speed stark, oder der stärkste eigentlich. Der wird hier natürlich seinen Vorteil haben, wird aber der wahrscheinlich bei den schnellen Kurven oder 90 Grad Kurven wahrscheinlich ein bisschen schwächer. Also darum ist das eigentlich wirklich eine gute Balance hier, die Strecke. Jetzt hier klar mit dem TÜV merkt man wahrscheinlich nicht wahnsinnigen Unterschied, weil der TÜV ist eh recht OP eigentlich. Also allgemein bei einem Rennen, die sind sehr, sehr schnell eigentlich, weil man ist super flink mit denen und auch Topspeed sind sie eigentlich auch nicht schlecht. Hier jetzt gerade der Batti, dann haben wir hier auf dem Tacho gerade 120, glaube ich, ja. Also 120 Meilen. Das ist etwa so die maximale Geschwindigkeit, die eigentlich jedes Auto erreicht. Der Davis D8 geht sogar auf 140 hoch.
Aber eben, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Man holt jetzt mit einem Krieger am Anfang von der Strecke recht viel Vorsprung raus, nehme ich jetzt mal an. Und mit dem Davis D8 holt man gegen Schluss wieder raus. Also holt man wieder ein bisschen Geschwindigkeit oder ein bisschen Zeit raus. Darum würde ich mal sagen, es gleicht sich nicht aus. Aber es ist sicher eine gute Referenz dann. So, jetzt geht es weiter. Wir gehen jetzt hier am Freeway. Gehen jetzt hier rechts rum. Und gehen jetzt hier weiter auf den nächsten Freeway. Und da vorne gehen wir dann aber komplett vom Freeway ab oder von der Autobahn ab. Da kommt jetzt auch ein schwieriger Teil von dieser Strecke. Da geht es jetzt links rum und dann gehen wir wieder rechts rum. Ist für Autos, die ein leicht ausbrechendes Heck haben, relativ schwer zum Fahren. Dann da geht es auch über die Kuppe rein. Da kann natürlich auch sein, dass man das Auto schnell mal ein bisschen abfliegt oder auch ein Töff natürlich. Und da ist auch eigentlich relativ easy, sage ich mal. Da kann es natürlich je nachdem auch ein bisschen rutschig werden mit einem Auto. Wobei eben alle Autos fahren unter den gleichen Bedingungen, immer schön Wetter und eben kein Verkehr. So, und dann kommen wir jetzt eben zum Ziel her. Eben im Schnitt fahren wir etwa so 7 Minuten, denke ich mal. Vielleicht auch mehr oder weniger, je nachdem. Und dann haben wir da mal schon eine Runde abgefahren und ich glaube, sie haben jetzt schon mal einen guten Eindruck bekommen, was ich meine so von dieser Strecke. Und eben wie gesagt, es würde mich freuen, wenn ihr Kommentare dort reinhauen, mit welchem Auto dass ich da sollen Zeit fahren und dass wir da zusammen herausfinden können, welches Auto in GTA Online oder GTA 5 das schnellste Auto ist überhaupt. Und ja, da würde ich mal sagen, wäre es das gewesen mit dem Video. Merci vielmals fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Bis dann sagen wir, macht's gut, schönes Tag noch und ciao.